Gibt es das perfekte Reiseziel? Ja, das gibt es. Ich habe es gefunden. An einem Ort, an dem ich so sein kann, wie ich bin. Der sich entwickelt und neuen Zeiten anpasst oder ihnen sogar einen Schritt voraus ist. Ein Ort, der im Einklang mit der Umwelt steht und an dem ich mich in jedem Moment wohlfühle. Buenos dias, Herr Osterfeld. Buenos dias, Toni. Wie geht es Ihnen heute? Ja, im Prinzip gut, aber ich bin noch etwas angesäuert. Ich hatte heute große Schwierigkeiten am sechsten Loch. Ich habe fast alle Bälle ins Rough gekloppt. Haben Sie den Driver benutzt? Ja, habe ich. Klar. Nächstes Mal sollten Sie es mit den Dreier holen oder mit einer Assen versuchen. Sie haben natürlich recht. Das Fairway ist schmal und man muss sich vor jedem Abschlag fokussieren. Dasselbe wie immer? Ja, gerne. Ich erinnere mich noch gut daran, als wir jung waren und wie aufregend es war, an diesem Loch den Abschlag zu spielen. Was hatten wir für einen Spaß? Besonders, wenn wir mit dem Einsereisen voller Wucht abschlugen und der Ball wie von der Tarantel geschossen im Niemandsland verschwand. Was war das für eine Zeit, wie sich alles verändert hat? Ich mich, mein Handicap, die Welt. Por las rutas del mar o de los aires, todos los días centenares de personas desde todos los rincones del mundo llegan a la isla de Mallorca. Como un presente al Mediterráneo, se alza Palma, la bella capital de la isla, punto de llegada del viajero, frente al tapiz azul de su bahía. Ich bin 1974 zum ersten Mal nach Mallorca gekommen, inmitten des Tourismusbooms. Tausende Menschen, die Sonne, Strand und Spaß suchten. Ich werde mich immer daran erinnern, als ich das Castillo Hotel schon wieder zum ersten Mal sah. Es war Liebe auf den ersten Blick. Lo que hace un par de años era Castillo privado y vieja fortaleza, hoy se ha transformado en una hostería de lujo que descuella entre las muchas de su carácter que existen como atractivo del turismo en Baleares. Para asistir a la inauguración del hotel, llegan a Palma los príncipes de Mónaco, que como es sabido, desde su viaje de bodas, realizan frecuentes visitas a la isla. Die Grande Dame des Hotelgewerbes auf Mallorca. Sehr gefragt und immer mit noblen Gästen. Ein Symbol für Exzellenz und Glamour. Die Schörkuber Unternehmensgruppe war schon lange an der Immobilie interessiert und brachte das Hotel schließlich 1995 in ihren Besitz. Es wurde im Laufe der Jahre an den Gruppenstandard angepasst und modernisiert, stets mit auserlesenem Geschmack den großartigen Charakter des Hotels respektierend. Das Neueste, der neue Spa. Er ist wunderbar und ich habe mir vorgenommen, ihn zu besuchen. Aber erst nachdem ich heute Nachmittag ein paar Löcher gespielt habe. Ich möchte mehr über die Geschichte dieses Ortes erfahren. Ein legendäres Schloss aus dem 13. Jahrhundert. Wenn diese Wände sprechen könnten, was würden Sie wohl sagen? Ja. Bitte sehr, Herr Osterfeld. Danke, Toni. Übrigens, was ich Ihnen vorhin noch erzählen wollte. Als der Ball heute Morgen das Green anflog, fing er so plötzlich an zu zittern und machte dann so einen Bogen nach links. Da habe ich gedacht, der ist lebendig. Ja, früher war das Grün flach. Jetzt haben Sie es neu gestaltet und es ist hügeliger. Ja, ein außerordentlicher Platz. Völlig anders als alle anderen. Ein Symbol. Übrigens einer der Lieblingsplätze des großen Severiano Ballesteros. Ein Landsmann von ihm. Hombre, Maestro Ballesteros. Ich werde nie vergessen, wie er hier 1990 die Open de Baleares gewann. Mit welcher Präzision und Leichtigkeit der Maestro ein Birdie nach dem anderen spielte, ist unerreicht. Denke ich immer wieder dran, wenn ich selbst auf dem Platz stehe.
Muy bien, ha hecho un golpe sensacional. Y puede ir dentro. Uy, ¿por qué poco? Este sí que es golpe ganador para Severiano Ballesteros. Sí, señor. Que emboca y se proclama campeón de la tercera edición del Abierto de Baleares. Er sagte, dass jeder, der den Mut hat, mit dem Driver auf diesem engen Golfplatz zu spielen, die Meisterschaft gewinnen würde. Und wie er sie gewonnen hat. Oh mein Gott, Seve war ein Mythos. Er rühmte den Golfplatz schon wieder und erhob ihn zum definitiven Mittelpunkt des europäischen Golfsports. Luxus pur. Und Sie? Haben Sie jetzt einmal einer der Turniere, an denen Sie teilnahmen, gewonnen? Nein, Turniere interessieren mich nicht, Trophäen auch nicht. Das einzig Wichtige für mich ist mein Handicap. Danach werde ich nämlich immer von meinen Mitspielern gefragt. Ihr Handicap, Herr Osterfeld? Handicap 22. Prost. Das ist natürlich nicht schlecht. Hm. Mein Kardiologe hat zu mir gesagt, Herr Osterfeld, bloß keinen Stress. Also genieße ich das Spiel auf diesem Level. Mehr nicht. Vor ein paar Jahren noch habe ich am Vormittag 18 Loch und am Nachmittag 18 Loch gespielt. Die jungen Caddies haben sich vielleicht gefragt, wann der alte Mann wohl müde wird. Aber die kannten natürlich meine Kollegen nicht. Echte Golffanatiker. Sie sind absolute Fans des Sheraton Mallorca Arabella Golfhotels. Sie gehen nirgendwo anders hin. Direkt neben dem mythischen Loch 18 des Golfplatzes schon wieder. Sie kommen zweimal im Jahr. Das erste Mal geschäftlich und feiern den Golfsport im neuen Clubhaus. Das zweite Mal mit ihren Familien, wobei sie alle Arten an Aktivitäten genießen, die das Hotel Familien bereitstellt. Spaß für alle plus 63 Löcher auf vier verschiedenen Plätzen. Unter ihnen der Son Muntaner. Zweifellos der am meisten von Profis geschätzte Golfplatz. Die Golfplätze der Arabella Golf sind eine europäische Referenz in Bezug auf die Umwelt. Sie recyceln Wasser, bereiten Abfälle auf, benutzen weniger Chemikalien, haben Plastik von den Golfplätzen beseitigt und produzieren sogar ihr eigenes Olivenöl. Sie sind der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Zweifellos Pioniere. Meine Frau tendierte mehr zum Sheraton, während ich die Grand Dame der mallorquinischen Hotellerie bevorzugte. Das Castillo Hotel Son Vida. Dann war es also schwierig, ne? Sich bei ihren Aufenthalten auf Mallorca noch für das eine oder andere Hotel zu entscheiden. Ja, schwierig, bis wir uns für einen zweiten Wohnsitz auf Mallorca entschieden. Die seit Ende der 80er Jahre von der Schörkuber Unternehmensgruppe durchgeführten Immobilienentwicklungen boten das, wonach wir suchten. Höchste Qualität, edle Materialien sowie Respekt für die mediterrane Umgebung und Umwelt. Ob Son Putsch, Son Kind, Son Vida oder Arabella Park, jedes ihrer Projekte bestätigte unser großes Vertrauen. Vor 17 Jahren entschieden wir uns, eine Wohnung der Residencias Madaval zu kaufen. Und wir lieben es dort. Meine Kinder hingegen haben sich in die neuen Son Vida Residences verliebt. Eine exklusive, elegante und moderne Community mit hohen Nachhaltigkeitsstandards und höchster Energieeffizienzklasse. Ein einzigartiger Wohnkomplex auf der Insel, der die Möglichkeit bietet, die Dienste des Hotels Castillo Son Vida in Anspruch zu nehmen. Und was halten Sie von der Aufnahme des Hotel Mardavals in die Marca St. Regis? Die größte Erfolgsstory, die es auf der Insel je gegeben hat. Ja, das sagten auch die Einheimischen hier. Sich so etwas zu trauen. Das war eine außergewöhnliche Vision der Familie Schurke. Und Sie haben nicht Madrid, Barcelona oder Marbella dafür gewählt. Ja, Sie wählten Mallorca. Und damit haben Sie ein einzigartiges Reiseziel innerhalb einer wunderschönen Destination geschaffen. Bequem. Sicher. Ruhig. Diskret. Und freundlich im Umgang mit Ehrenbesuchern.
Das Hotel St. Regis Madaval wurde 2002 eingeweiht und prägte das Image Mallorcas als exklusives Reiseziel. Dieses Hotel hatte einen enormen Anziehungseffekt für andere große und internationale Marken und war Antrieb für starke Investitionen in den Luxushotelsektor auf Mallorca. Die meisten Besucher sind begeistert von den vielen Freizeit-, Kultur-, Sport- und gastronomischen Möglichkeiten, von der Schönheit der natürlichen Umgebung und dem mediterranen Lebensstil dieser wunderbaren Insel. Manchmal verstehen meine Freunde aus Hamburg nicht, warum ich so viel Zeit auf Mallorca verbringe. Was für eine Frage. Ich sage immer, es gibt ja nicht nur Sonne, Strand und Meer. Wissen Sie, es geht um das Ganze hier. Also alles das, worüber wir gerade geredet haben. Wie ich mich fühle, auch hier mit Ihnen. Für mich ist Luxus kein goldener Wasserhahn. Für mich ist Luxus das hier. Wahre Werte. Exklusivität, der achtsame Umgang miteinander und vor allem das Gefühl, dass ich mir sicher bin, dass Sie alles dafür tun, damit wir uns hier wohlfühlen. Nochmal dasselbe? Por supuesto, Tony. Gracias. Blue shoes, blue nails, a blue dress that never fails. There's no color in the rainbow that my girl can't